Herzlich willkommen. Wenn ihr wissen wollt, was in Richtung Abmahnung zu tun ist oder wo ihr darauf achten müsst und was ihr falsch machen könnt oder was auch mit eurer Webseite da zu verändern ist, dann seid ihr genau richtig in diesem Video. Bleibt also dran. Ja, hallo, Thorsten Montag hier vom Gründerlexikon. Ich begrüße euch ganz herzlich zu dem heutigen Video. Ich habe auch diesmal einen Gast, eine Interviewpartnerin. Am besten, sie stellt sich selber mal vor. Schalten wir einfach mal um. Hallo. Hallo, genau, ich bin Hanna Hillnitter. Ich arbeite beim Händlerbund in der juristischen Redaktion als Juristin und schreibe da für Online-Händler-News. Ja, wunderbar. Wir haben uns auch ein paar interessante Fragen gemeinsam überlegt. Ist ja gar nicht so einfach. Im Juristischen muss das alles genau perfekt sein. Und ich bin ganz froh, dass ich endlich mal einen Experten hier mit dabei habe. Denn ja, das weiß ja jeder, man darf als Nicht-Jurist auch gar nicht beraten. Und das möchte ich auch gar nicht, weil es einfach gar nicht mein Job ist. Und deswegen braucht man dann einfach mal vernünftige Fachleute. Und ja, wer online tätig ist, der hat das sicher auch schon selbst oft erlebt, und wenn nicht, dann seid einfach froh. Ich habe es schon ein paar Mal erlebt, und ja, worum geht's? Ich wurde abgemahnt, und das ist eben nicht so schön, wenn man nicht vom Fach ist und bekommt dann plötzlich einen Brief von einem Anwalt, nur weil man da ein Bild veröffentlicht hat, ja, was nicht richtig gekennzeichnet war. So war es bei mir nämlich, und das ist dann, also da will man irgendwie gar nicht mehr weiterarbeiten und verflucht das ganze Internet. Wieso ist das jetzt so schwierig? Ich hatte einfach nur Newsletter geschrieben und hatte in diesem Newsletter, der ja normalerweise nur in den Postfächern ankommt, ein Bild verwendet und habe das dort nicht richtig gekennzeichnet. Aber es ist dort gar nicht das Problem gewesen, sondern das Schwierige war, diese Newsletter werden ja später auch online bereitgestellt, sodass die Leute auch auf einer Webseite selbst diesen Newsletter nochmal lesen können. Und da war natürlich dieses Foto auch mit, was nicht richtig gekennzeichnet war. Und da hat es natürlich dann jeder sehen können. Und schon hatte ich das Problem der Abmahnung im Haus. Das waren so ein paar hundert Euro. Ist nicht so schön, daraus lernt man, das macht man dann nie wieder. Aber ich habe nachher noch eine kleine andere Geschichte, wo man merkt, es kommt doch immer wieder was anderes und man kommt immer wieder in dieses Visier, in dieses Kreuzfeuer hinein. Und da habe ich auch schon die erste Frage an Sie, Frau Hillnütter. Und zwar, ich dachte, es gibt wie so eine Art Gesetzesänderung, dass man da auch in der Politik mal drüber gesprochen hat, diese Abmahnungen so ein bisschen zu unterbinden. Man sprach auch von gewerbsmäßigen Abmahnungen, dass eben auch Anwälte oder Vereine sich dem verschrieben haben und quasi direkt auf der Suche nach Vergehen von Unternehmen im Netz sind und die dann abmahnen, um einfach damit wirklich nur Geld zu verdienen. Ich habe auch schon mal aus erster Hand gehört, dass bestimmte Datenbanken, wo Bilder bereitgestellt werden im Internet, diesbezüglich ja direkt auch mit den Fotografen zusammenarbeiten. Und also das ist richtig grauenhaft, wie ich das. Können Sie uns da mal aufklären, was gibt es da so gesetzesmäßig, was da vielleicht in Vorbereitung ist? Genau, also es gab eine Gesetzesänderung, die das rechtsmissbräuchliche Abmahnen unterbinden soll. Und das ist genau das, was Sie gerade so ein bisschen erwähnt haben, dass es Zusammenkünfte gibt, die Leute abmahnen und man daraus ein bisschen erkennen kann, dass da nicht vielleicht nur der Wille des fairen Wettbewerbs hintersteckt, sondern dass damit nur Geld gemacht werden soll. Das wurde versucht, durch ein Gesetz einzudämmen. Das ist aber ein bisschen schwierig, weil das Gesetz keine genauen Vorgaben macht, wann eine Abmahnung rechtsmissbräuchlich ist. Es wird halt so gesagt, wenn die Geltendmachung der Ansprüche vorwiegend dazu dient, gegen den Abgemahnten einen Anspruch auf Ersatz von Aufwendungen oder von Kosten der Rechtsverfolgung oder die Zahlung einer Vertragsstrafe entstehen zu lassen. Das wird dann immer im Einzelfall geklärt, wann man das Gefühl hat, die Abmahnung dient jetzt nur dazu, dass damit ein gewisses Geschäft betrieben wird, genau. Dann gab es ein paar Änderungen, dass bei manchen Abmahnungen, bei gewissen Verstößen, die Kostentragung nicht mehr bei der abgemahnten Person liegt, also bei Verstößen gegen Kennzeichnungs- und Informationspflichten zum Beispiel. Das gilt aber auch nur für Mitbewerber und nicht für diese, wie Sie es ja eben schon kurz erwähnt haben, für die Verbände, die Abmahnung machen. Verstehe ich das richtig? Es gibt jetzt noch kein Gesetz oder etwas, was in Vorbereitung ist, was prinzipiell sagt, also erstmal das erste Schreiben
muss dazu dienen, dass auf die Sache hingewiesen wird und dann hat der Unternehmer die Chance, das abzustellen und erst dann, wenn er das nicht tut, ab einer gewissen Frist, erst dann wird er zur Kasse gebeten. Das dachte ich, das könnten Sie mir jetzt sagen und dann würde ich natürlich auch glücklich sein damit. Also das gibt es scheinbar noch nicht. Es gibt es nicht in jedem Fall. Also es gibt bestimmte Abmahnungen, die, wo die Kosten nicht mehr vom Abgemahnten getragen werden müssen. Aber es ist nicht so, dass Abmahnungen jetzt per se kostenlos sind. Schade. Ich dachte, Sie könnten mir das jetzt mitteilen. Also muss es ja letzten Endes auch wieder in jedem Fall geprüft werden, ne, wie es gemacht wird, was die Sache ja auch wieder unnötig in die Länge zieht. Und okay, schade. Wie kann ich mich denn im Vorfeld schützen, wenn ich beispielsweise Texte schreibe oder wenn ich Bilder veröffentliche? Was hat man da für Möglichkeiten? Also bei Bildern jetzt urheberrechtlich gesehen kann man sich natürlich schützen, indem man guckt, dass man keinen Urheberrechtsverstoß begeht. Das ist nicht immer ganz so einfach, gerade bei den Seiten, die Stock-Footage anbieten, weil es da verschiedene Möglichkeiten gibt. Also es gibt zum Beispiel Seiten, die sehr viele Bilder kostenlos anbieten, die übernehmen aber keine Haftung darüber, dass die Leute, die die Bilder hochgeladen haben, wirklich die Urheber sind. Sprich, es kann halt sein, dass da Leute Bilder hochladen, von denen sie gar nicht die Urheber sind und die dort zur Verfügung stellen und sagen, ja, die könnt ihr alle nutzen und man nutzt diese Bilder und dann kommt aber der wirkliche Urheber und sagt, Moment, ich habe die Rechte an diesem Bild und dann kann man halt auch eine Abmahnung bekommen, weil man bei manchen Seiten halt nicht die Sicherheit hat, dass die Bilder wirklich nicht urheberrechtlich geschützt sind. Persönlich nutze ich seit einiger Zeit nur noch Bilder von Pixabay. Das ist für mich so dieses Portal. Ich verlinke das natürlich auch alles in der Videobeschreibung, auch die Quellen jetzt dazu. Das reichen Sie mir einfach nochmal nach, dass die Zuschauer dann nochmal nachlesen können. Ist kein Problem, das packe ich alles damit rein. Und ja, dieses Portal gibt mir persönlich als Unternehmer so die Sicherheit, okay, da kannst du nichts falsch machen. Man hat da natürlich nicht die riesige Auswahl, aber das, was man zur Auswahl hat, das ist dann scheinbar doch sicher und safe. Zumindest wird es dort geschrieben. Ne? Da hatten Sie ja gerade gesagt, muss man auch aufpassen, aber man kann ja jetzt nicht jedes einzelne Bild nochmal nachprüfen, ob man da wirklich dem rechtmäßigen Urheber mit dem Bild gegenübersteht oder ob da noch wer anders dahinter hängt. Das denke ich, das ist schon, ja, ich, für mich ist es sicher. Ne? Ich weiß nicht, wie Sie das sehen. Ich war schon bei anderen Bilderdatenbanken. Da, ja, gut, da hatte ich vorhin schon erwähnt, da wurde dann teilweise gesagt, da arbeiten die Rechtsanwälte mit den Fotografen zusammen und die Fotografen stellen deswegen dort ein in diesen Datenbanken, dass die Rechtsanwälte hinterher dann prüfen können und können abmahnen. Also da kriegt man Hals, wenn man das hört, wenn man das aus erster Quelle sogar hört, ne, dass das gemacht wird. Also von dem her denke ich, ist für mich Pixabay safe. Wenn ich bei Textbroker beispielsweise Texte schreiben lasse, gehe ich auch davon aus, dass das in Ordnung ist. Es wird auch dort immer geprüft, ob die Texte nicht irgendwo gestohlen worden sind. Aber was passiert, wenn ich jetzt trotzdem abgemahnt werde? Wie kann ich mich da im ersten Schritt wehren? Ja, was können Sie dazu sagen? Also wenn man abgemahnt wird, ganz klassisch, bekommt man ja meistens Post mit einer Aufforderung, das Verhalten zu unterlassen. Und da wird dann einem ja oft eine sehr hohe Vertragsstrafe angedroht, mehrere tausend Euro. Und da bekommt man ja meistens direkt erstmal Angst und denkt, oh Gott, bevor ich hier so viel Geld zahlen muss, unterschreibe ich das lieber. Da muss man natürlich aufpassen, ist es vielleicht ratsam, sich professionelle Hilfe zu holen und nicht direkt einfach was unterschreiben, einfach was zahlen, sondern ob es da nicht vielleicht ratsam ist, da mal einen Rechtsanwalt drüber gucken zu lassen, ob die Abmahnung wirklich so Hand und Fuß hat und ob das wirklich so stimmt, was da gemacht wird, bevor man da direkt klein beigibt. Jetzt habe ich da direkt noch eine Frage dazu. Wäre es auch möglich, dass ich quasi selbst einen Brief aufsetze als Unternehmer und sage, ach, ich will jetzt nicht gleich einen Anwalt einschalten, ist mir eigentlich alles zu teuer. Ich will erst mal gucken, ob ich nicht auch so da rauskomme, dass ich dann sage, okay, ich schreibe erst mal selbst was und erkläre das, warum, wieso, weshalb das so ist und versuche mich da zu rechtfertigen in der Hoffnung, nach dem ersten Brief ist Schluss. Oder was sagen Sie dazu? Theoretisch ist das natürlich möglich. Es gibt keine Pflicht, sich einen Anwalt zu nehmen. Aber wenn die andere Seite schon einen Rechtsanwalt hat, ist es natürlich die Frage, ob man sich das zutraut als juristischer Laie. Ja, okay. Ja, also
Probieren kann man es ja, ne? Aber am letzten Endes war es bei mir auch so. Ich bin dann doch immer wieder zum Anwalt, zum Juristen oder zum Experten hingegangen. Ich sag mal so, wenn mein Fernseher kaputt ist, versuche ich ja auch nicht selber den zu reparieren. Und na, dann gehe ich ja auch gleich zum Fernsehtechniker oder ich kaufe mir einen neuen und komme nicht auf den Gedanken, das Ding selbst aufzuschrauben und hinten an den Leiterplatten rumzumachen. Von dem her sollte man da vielleicht auch auf die Nummer sicher gehen. Ja, und da haben sie auch in der Beziehung uns was Schönes mitgebracht. So ein Rabattcode bzw. ein 3-Monats-Gutschein vom Händlerbund, wo sie ja auch hier als Expertin bei uns im Gespräch sind, wo man einfach mal ein paar Monate gratis nutzen kann. Ich glaube, das ist eine ganz faire Sache. Ohne da jetzt Werbung machen zu wollen, ich bin selbst schon jahrelang beim Händlerbund und genieße das ganz einfach, denn meine Rechtstexte, die schreibe ich nicht selber oder abschreiben darf man die ja auch nicht, das ist ja auch eigentlich blöd, ne? Sondern mein Impressum beispielsweise oder die Datenschutzerklärung, was man dann alles zu schreiben hat, das wird dann regelmäßig vom Händlerbund geliefert und wenn sich was ändert, wird man benachrichtigt und dann geht man einfach rein, kopiert sich den ganzen Kram wieder auf seine Webseite drauf und ist da eigentlich immer safe. Ich genieße das, weil dann seitdem braucht man da nicht so viel Kopfkrieg mit dem ganzen Kram zu haben. Gehen wir mal zu einer anderen Frage. Wo und wie muss ich denn den Bildnachweis erbringen, wenn ich beispielsweise Bilder gekauft habe? Na, man holt sie sich ja nicht immer gratis, sondern man kann ja auch Fotos kaufen. Genau. Am besten, also wenn man jetzt von einer Seite, es gibt ja Seiten, die ganz viele Bilder anbieten, wo man Verträge eingeht, da am besten einfach immer die Nutzungsbedingungen gucken, was da steht, wo man den Urheber angeben soll. Meistens steht das da schon. In den allermeisten Fällen wird es eigentlich empfohlen, dass es direkt beim Bild kleine drunter steht. Das kennt man ja auch so, dass da unterm Bild klein direkt der Urheber steht. Damit kann man eigentlich nichts falsch machen. Okay, ist nicht immer die schönste Variante, aber scheinbar die sicherste, ne? Manchmal geht es halt nicht. Würde es denn dann auch reichen, wenn ich das alles ins Impressum reinschreibe, wo ich die Bilder her habe und was da eben zu veröffentlichen ist? Das müsste man dann, man muss halt gucken, was man für einen Vertrag geschlossen hat, was man für einen Lizenzvertrag geschlossen hat. Das kommt dann ganz darauf an, ob das so rechtmäßig ist. Das ist nicht, kann man nicht pauschal sagen. Okay, also muss man genau die Lizenzbedingungen lesen. Ja, da bin ich auch selbst immer etwas faul, weil das ist ja nicht so ein schönes Deutsch, was da steht, ne? Und dann muss man da schon genau drauf achten. Ja, okay. Weglassen sollte man es auf gar keinen Fall. Soweit habe ich das auch schon gelernt. Also immer safe wirklich drunter schreiben. Am besten direkt ans Bild. Auch im Newsletter muss ich dazu sagen. Wenn ich ein Newsletter versende, dann schreibe ich das auch im Newsletter seit dieser Abmahnung, die besagte, die ich da eingangs erwähnt habe, schreibe ich es immer unten drunter und zwar den Namen, also den Autor, Schrägstrich und dann die Plattform, wo ich das her habe. Und damit bin ich bis jetzt eigentlich recht gut gefahren. Von dem her kann ich das auch nur so empfehlen, aber Sie sagten es schon, Lizenzbedingungen, Verträge lesen und da ist natürlich dann, ne, im Unternehmeralltag, im Unternehmerstress das Problem, dass man da wirklich seitenweise juristischen Kram stehen hat und wer liest sich das schon gern freiwillig durch? Normal müsste man das dann schon wieder weiterreichen an den Anwalt und sagen, hier lies mal, mache ich das jetzt so oder so richtig, ne? Also irgendwo ist es letzten Endes immer schwieriger oder schwierig generell. Ja, vielleicht noch eine Sache. Ich bin beispielsweise auch schon mal abgemahnt worden. Da habe ich über eine Firma berichtet im Gründerlexikon und habe da gedacht, na klar, okay, kann man ja ruhig mal Tacheles schreiben. Ne? Man schreibt das so, wie man es auch sieht. Und das war dann plötzlich auch einer Firma wieder nicht recht, die dann selbst mich abgemahnt hat. Saß aber dann im Ausland und zwar, ich glaube, in Spanien und da hatte ich gar keine Chance, weil da geht kein Anwalt in Deutschland ran und sagt, ja, jetzt streiten wir uns da in Spanien rum oder auf Malta ganz und gar, ich weiß es jetzt nicht mehr genau, auf jeden Fall war es irgendwie böses Ausland, wo da kein deutscher Anwalt gerne rumstreiten möchte. Man hat dann zwar den einen oder anderen Brief geschrieben, aber die saßen eben dann doch am längeren Hebel, weil ich eben zu offen und ehrlich berichtet habe und das war für mich auch dann so der Punkt, wo ich dann gesagt habe, also ich mache nicht mehr so Stiftung Warentest und teste hier irgendwas oder schreibe wirklich meine wahre Meinung über irgendeine Firma, sondern ich bin da lieber zurückhaltend und wenn es nicht ganz so positiv ist, dann sage ich ja, dann sage ich lieber gar nichts dazu, als ich
negativ oder schlecht schreibe und dann kommt der Nächste wieder an und mahnt mich ab. Also sowas habe ich auch schon erlebt. Ja, oder die Firma hat dann nicht direkt diesen negativen Bericht abgemahnt bei mir, sondern sie hat dann einfach auf meiner Webseite gesucht, ob sie irgendwas findet, ne, wo sie mich bekommen. Und dann haben sie mir da quasi Druck aufgebaut und da hatte ich was zu tun. Und das war dann natürlich auch nicht kostengünstig, sondern also da wissen die Juristen schon, wie man dann die Leute dahin bringt, wo man sie hinhaben will. Ja, weswegen kann man eigentlich noch abgemahnt werden? Haben Sie da noch ein paar Beispiele? Wir haben ja bisher immer nur von Texten und Bildern geredet, ne? Ja, genau. Also es gibt unfassbar viele Gründe, abgemahnt zu werden. Also genau, wenn das Impressum zum Beispiel nicht richtig ist, wenn man Newsletter versendet, ohne eine Einwilligung zu haben, das kennt man ja, glaube ich, immer, dass man auf vielen Seiten gefragt wird, ob Newsletter verschickt werden dürfen. Das muss auch tatsächlich so sein, dass man da gefragt wird. Das darf man nicht einfach so versenden. Genau, dann ganz klassisch der Urheberrechtsverstoß. Dann gibt es vieles, was so verbraucherschutztechnisch ist, also dass die Widerrufsbelehrung richtig sein muss, gerade bei Fernabsatzverträgen, also wenn man Onlinehandel macht, die Sachen verschickt, dass man da immer die Käufer ordentlich aufklärt, was die für Rechte haben. Und dann gibt es natürlich noch ganz spezielle Sachen, je nachdem, was man verkauft. Wir hatten es jetzt ein paar Mal bei uns bei Online-Händler News, dass Leute, die Desinfektionsmittel verkauft haben, dass da sehr strenge Vorgaben sind, womit man da werben darf, wovor man da warnen muss, weil es halt ein Biozid ist. Genau, also es kommt immer so ein bisschen drauf an, was man verkauft, was man so macht. Aber letzten Endes gibt es da wirklich eine Reihe von Gründen, wie man abgemahnt werden kann, für was man abgemahnt werden kann. Und ja, deswegen ist es, glaube ich, super wichtig, dass man da als Online-Händler vorher schon guckt, wie mache ich meine Seite abmahnsicher, damit man nicht nachher dann die teuren Kosten hat. Ja, danke erstmal für die Antwort noch. Also man kann es gar nicht so richtig zusammenfassen, ne? Es gibt eben so viele unterschiedliche Branchen und auch Themen, unterschiedliche Unternehmer und so ganz viele Rechtsgebiete, viele Gesetzestexte, generell auch viele Gesetzesbücher, sodass man jetzt in der Viertelstunde noch nicht sagen kann, also so und so und so läuft das in Deutschland. Ich glaube, das wäre viel zu einfach. Ich möchte aber auch keine Panik machen an der Stelle, ne? Man hat oft das Gefühl, so Anwälte, die machen das gern, weil sie natürlich dann durch die Panik dann Aufträge bekommen. Das soll gar nicht so sein. Also so ganz schlimm ist es nicht, wenn man so ein paar Grundsätze beachtet. Und da möchte ich das an der Stelle auch schon zusammenfassen, so mal so ein kleines bisschen zumindest. Das kommt aufs Thema an. Wenn man sich aber an die Grundsätze hält bei den Bildern, einfach die Quelle drunter schreibt, wenn man vorher die Lizenzbedingungen liest, wie man sie verwenden darf und wie nicht. Ich speziell empfehle einfach Pixabay, weil da ist erstmal zu 99% alles in Ordnung. Und wenn man dann noch ja, darauf achtet, dass man nicht einfach Texte im Internet irgendwo abkopiert, sondern dass man sie selber schreibt, das ist ganz wichtig, dann hat man eigentlich schon einen Großteil der Dinge richtig gemacht und die Wahrscheinlichkeit, dass man abgemahnt wird, ist minimiert. Wenn ich das jetzt mal so zusammenfassend sagen darf, glaube ich, stimmen Sie mir zu, ne? Ja, also es gibt auf jeden Fall eine sehr gute Chance, einen Online-Shop abmahnsicher zu machen. Das ist nicht unmöglich. Wunderbar. In der Stelle möchte ich auch die Zuschauer nochmal auffordern. Schreibt uns doch einfach mal eure Meinung zu dem Thema. Wie macht ihr das? Habt ihr da extra Leute beschäftigt, die das für euch machen? Oder geht ihr da aufs Freie los und wartet einfach, bis was kommt? Habt ihr überhaupt schon mal eine Abmahnung bekommen? Dann schreibt es mir doch einfach gern mal in die Kommentare. Würde mich mal interessieren, wie das andere Unternehmer so machen. Ja, und wenn euch das Video gefallen hat, natürlich gerne einen Daumen hoch und wenn ihr es noch nicht getan habt, einfach abonnieren. Glocke nicht vergessen, dann aktiviere ich euch, Quatsch, aktiviere ich euch, bin schon ganz durcheinander vom Aktivieren. Nein, dann informiere ich euch, wenn es neue Videos gibt. An der Stelle auch ein herzliches Dankeschön an die Frau Hillenhütter. Hoffentlich spreche ich das jetzt richtig aus. Ja, Ja, alles nee, war richtig. perfekt, wunderbar. Danke, dass Sie da waren und die Fragen mit beantworten können. Und ja, ich würde mich sogar freuen, wenn Sie gerne mal wiederkommen. Wir haben ja so viele Rechtsthemen noch, ne, dass wir uns da mal wiedersehen hier in dem Format und die Zuschauer da aufklären können. Ja, danke, Und dass ich hier sein durfte. ja, kein Problem. Fand ich auch sehr locker und entspannt die ganze Sache, obwohl das Thema ja so gar nicht wirklich so eher trocken. Ne? Ich komme zwar auch aus dem Steuerrecht, ein bisschen mit Gesetzen habe ich auch am Hut, aber ich finde, Juristerei ist immer noch schwieriger. In dem Sinne, herzlichen Dank, vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Schaut euch einfach das nächste Video an. Tschüss! Tschüss.